Ich habe einen ganz eklatanten Fehler gemacht. Das Schwierige, ihr seht es auf dem Kamerabild schon, das Teil, das Blech, das wölbt sich wie nichts Gutes. Das liegt halt einfach daran, dass ich zu wenige Hefter reingemacht habe, dass ich zu viel Wärme ins Werkstück reingebracht habe. Man kann es auch an den Schweißnähten sehen. Und ja, alles in allem habe ich das Brett an sich eigentlich verkackt, sozusagen. Naja, ich versuche jetzt noch irgendwie das meiste zu retten, so wie es geht. Und dann mache ich es jetzt hübsch und dann können die Kinder damit spielen. Was jetzt normalerweise hier noch sitzen würde, wäre jetzt eigentlich ein Gummiband, mit dem man dann quasi dann die Chips dann rüberflitschen könnte. Aber da das ja für die Kinder ist und die ja halt üben sollen, so Koordinationstalent und so, können sie auch einfach versuchen, die Chips mit dem Finger rüber zu schnipsen. Und ich glaube, dadurch, dass der Boden jetzt so wellig ist, ist der Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen erhöht. Ja, alles in allem, es hätte schlimmer kommen können. Ich weiß jetzt zumindest, ich muss mehr Geduld haben bei glatten Blechen, die ich an einen Rahmen schweißen will, dass ich mit weitaus mehr Heftern arbeiten muss, dass ich darauf achten muss, dass ich nicht zu viel Wärme reinbringe, damit sich das Ganze nicht wellt. Naja, wieder was gelernt, aber so schlimm ist es letztendlich dann ja doch nicht geworden. Und an dieser Stelle geht dann mal ein ganz großer Dank an Helmut nach Bayern zum Kanal Proofwood, weil der hat dieses Spiel neulich auch mal in Holz gefertigt. Guckt mal auf seinem Kanal vorbei. Ich verlinke ihn euch mal da unten in der Videobeschreibung. Und dann lasst ihm mal ein Like und ein Abo da und alles, was dazu gehört, und bestellt ihm schöne Grüße von mir. So. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Onkel Jan. Tschüss.